Meine lieben Aktienfreunde, ich bin wieder für euch da, das Vor-Tatort-Programm oder für viele von euch wahrscheinlich der eigentliche Tatort, der Aktientatort. Letzten Sonntag hatte ich ein bisschen was anderes zu tun, aber wie gesagt, jetzt bin ich wieder für euch da und ich habe unter der Woche was ganz Tolles gemacht, denke ich, denn heute wird getaucht. Moment, da muss ich mal gucken. Ich wollte eigentlich das schöne Titelbild gerade zeigen, aber der Stream hat von allein gestartet. Mal gucken, ob ich es noch irgendwie hinkriege. Moment, ich mache mir den kleinen Reload. Da seht ihr mich dann mit Taucherbrille. Was wir nämlich diesmal machen werden, ist, wir werden uns einige Aktien angucken, die wir nicht so auf dem Schirm haben. Ihr wisst es ja alle, auf der einen Seite wollen wir von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren. Und da bieten sich eben diese gestandenen Unternehmen an, die viele Leute kennen, die ihre Dividenden langfristig steigern, relativ solide die Gewinne steigern und so weiter. Alles schön und gut, aber wenn uns Aktien Spaß machen, wollen wir auch mal die ein oder andere neue Perle entdecken, ne? Und das ist unser Programm heute Abend und ich freue mich, dass ihr alle hier so da seid, die ganzen Namen, die ich auch schon kenne. Und hier der Matthias aus Friedberg und die Susanne hält die Frauenquote hoch, finde ich auch immer ganz gut. Und hier Dividenden-TV ist auch da. Ich habe nicht verraten, worum es geht. Der eine oder andere weiß es vielleicht. Wenn man nämlich aufs Cover geguckt hat, da haben wir die Logos schon mal dargestellt, so ein bisschen verschwommen. Ja, mein Name ist Thorsten Tietz, wer es noch nicht weiß. Und ich sagte schon, hier geht es ums langfristig investieren und von langfristig steigenden Kurs und Dividenden profitieren. Jetzt sehe ich mich doppelt, kann man wegmachen, hat ja nicht geklappt mit dem Titelbild. Oh, ein kleiner Spoiler, aber der Name steht nicht da. Noch ein kleiner Spoiler. So, Moment, wir fangen mal ganz von vorne an. Und die Nicole ist auch da. Hallo, freut mich natürlich auch. Schon mal zwei Frauen, die hier zugucken. Eine Geschichte, die ich euch auch im Vorgang zeigen möchte, wenn ich davon rede, dass wir in Qualitätsaktien investieren. Wir haben hier die Top 50 Dividendenaktien der Saison. Einmal im Quartal veröffentlichen wir das. Hier geschrieben, ist frei zugänglich. Und wenn ihr das hier seht, das ist das, was ich meine. Das sind die Aktien, das sind die großen klingenden Namen, Johnson & Johnson, American Tower, Visa und so weiter. Das sind die Aktien, die bei euch hoch im Kurs stehen. Ja, sehr schön, er ist auch da. Das sind die Aktien, die bei euch hoch im Kurs stehen. Das sind jetzt aber nicht die verborgenen Perlen. Es ist eine gute Idee, in solche Qualitätsaktien zu investieren, meistens jedenfalls. Und deshalb macht ruhig gerne so weiter. Was wir diesmal aber unter anderem machen, ich poste euch mal das hier, den Link hier als Kommentar da rein, ist, wir gucken uns jetzt mal andere Aktien an. Hallo René. Und wir gucken uns nicht nur die anderen Aktien an. Ich habe mir zwei Branchen ausgesucht. Das eine ist E-Commerce-Handel im Bereich Klamotten, also Textilien. Klamotten ist jetzt umgangssprachlich. Und das andere ist Investment Banking, sage ich mal so in die Richtung elektronischer Handel. Und da habe ich euch jeweils oder stelle ich euch jeweils drei Unternehmen vor. Und in beiden Gruppen sind da diese Perlen drin. Und ich lasse euch am Ende dann entscheiden, wieder in der Abstimmung, ob die eine oder andere Perle euch mehr zusagt oder ob ihr vielleicht sagt, nee, ich gehe doch eher, nehme doch eher die klassische Aktie, weil die mir mehr zusagt. Und ich finde, das ist dann mal ganz interessant. Ich bin auch ganz gespannt, was rauskommt. Ich nehme dann auch an der Abstimmung teil und ich poste dann den jeweiligen Link zur Abstimmung in dem Kommentarbereich. Noch ein kleiner Hinweis, und zwar, das ist ja der Artikel, und wenn ihr da oben hinscrollt, hier haben wir momentan eine schöne Aktion, da bekommt ihr den Aktienfinder geschenkt tatsächlich. Und je nachdem, eventuell noch von Scalable 20 Euro. Was ist das? Das ist eine Aktion gemeinsam mit Scalable Capital, haben wir ins Leben gerufen, nachdem die letzte Aktion schon sehr gut ankam. Und einige von euch, waren sogar relativ viele, haben die Aktion offensichtlich verpasst oder zu spät mitgekriegt, haben dann nochmal gefragt gehabt, könnt ihr sowas nochmal machen? Und Scalable war auch Feuer und Flamme und bis zum 18.04. habt ihr da die Chance. Das heißt, ist im Rahmen von dem Starterpaket, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Geht ihr hier dann auf den Link drauf und dann könnt ihr das Depot eröffnen. Wenn ihr nicht schon eins habt, dann geht es natürlich nicht. Und dann kriegt ihr dann auch den Aktienfinder für ein Jahr für Umme. Ich habe den Link da jetzt auch mal gepostet. So, und dann würde ich mal sagen, auf los geht's los. Das heißt, wir schließen jetzt die beiden Sachen hier und gehen mal in den Aktienfinder rein. Ja, genau, die Nicole hat es auch schon gemacht. Hat auch schon fleißig Geld überwiesen. Ich glaube, sogar schon was gekauft. Richtig. So, ihr habt also ein tolles Vorbild.
Ich habe jetzt Merkzettel gemacht hier, zwei Stück für die beiden Gruppen. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal mit dem an, was ich als Investment Services bezeichnet habe. Und ihr seht hier drei Aktien. Ich mache es noch ein bisschen größer für euch, damit ihr das auch sehen könnt. Und wir haben einmal BlackRock. Das ist bestimmt keine verborgene Perle. Da muss man nicht tief tauchen, um sowas zu finden. Aber das ist quasi der Champion, wenn man so will, den alle kennen. Und wenn wir nachher abstimmen, werdet ihr mir sagen, was euer Favorit ist: BlackRock, Market Access oder Tradeweb Markets. Ah, Nicole hat schon vier Aktien gekauft. Wahnsinn. Fleißiger als ich auf jeden Fall, was Aktienkaufen angeht. So, wir fangen an mit Market Access. Jetzt muss ich eine Geschichte sagen. Wenn ihr Aktien kauft, an der Börse beispielsweise, ihr kauft eigentlich, also wenn ihr Aktien kauft, allgemeine Aktien kauft, das geht immer elektronisch. Also ihr ruft nicht die Sparkasse an und die Sparkasse hat dann irgendwelche Aktien selbst im Bestand und sagt, ja, die kann ich euch, kann ich dir verkaufen für diesen und diesen Preis, quasi so ein Over-the-Counter-Geschäft, nicht digitalisiert. Das ist gar nicht mehr vorstellbar, denke ich, dass sowas ex überhaupt existieren würde. Wenn ihr jetzt aber in den Markt für Anleihen reingeht, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen auf kommunaler Ebene, Städte und so weiter, können ja auch Anleihen ausgeben, dann ist das Rad der Zeit zurückgedreht um nicht nur ein Jahr, sondern gefühlt um 2 Jahrzehnte. Denn im Markt für Anleihen, der findet meistens immer noch nicht mal elektronisch statt und auch nicht an der Börse. Und das ist natürlich ein Einfallstor für Unternehmen wie Market Access oder Tradeweb Markets. Die haben sich also spezialisiert unter anderem, da komme ich gleich dann nachher noch näher drauf, auf den elektronischen Handel für Anleihen und versuchen da sozusagen den Markt zu, wie heißt das Stichwort? Genau, disruptieren. Ne? Ist ja in aller Munde und die versuchen das. Und das läuft auch gar nicht schlecht. Es läuft sozusagen in die Richtung, ich zeige euch das Ganze mal. Hier gibt es so eine Grafik. Ist nicht mehr ganz, ganz aktuell hier. Es geht so bis irgendwo in 2019 rein. Aktuellere habe ich nicht gefunden. Aber ihr seht hier für Investment-Grade-Bonds, das sind also Unternehmensanleihen, die kein Schrott sind, wenn ich es andersrum ausdrücken will, die elektronisch gehandelt werden. Der Anteil, hier geht es bis 30%. Und ihr seht zum Beispiel im Jahr 2014, damals gab es schon das Internet, kleiner Hinweis, ah, da hat jemand einen Erfahrungsbericht. Ja, so war das früher. So war das früher. Und heute ist es immer noch. Ach, Moment, ich fange nochmal vorne an. Also im Jahr bis zum Jahr 2014, da sind 9 von 10 Trades quasi, oder auf den Marktwert bezogen, der gehandelt wurde, nicht mal elektronisch ausgeführt worden. Mittlerweile sind wir bei 30%, aber ihr seht immer noch 70% marktoffen. Wird ein bisschen größer gewesen sein, aber sind immer noch sicherlich unter 40%. Das heißt, wir sind da immer noch quasi im Übergang inbegriffen von der Altwelt, wo quasi der Broker hingeht oder Dealer, wie man auch nennen kann. Das sind oft Investmentbanken, wo es wirklich übers Telefon noch geht oder per E-Mail beispielsweise, wo dann der Investor die anruft, so ein Investmentbroker beispielsweise anruft. Er hat dann persönliche Kontakte, einen persönlichen Draht dahin und dann sagt, hey, ich brauche die oder die Anleihe oder ich will die oder die Anleihe verkaufen. Gib mir mal einen Kurs rüber und dann wird ein Kurs rübergegeben. Und dann, wenn das Vertrauensverhältnis entsprechend da ist, vielleicht werden noch ein paar andere Anrufe gemacht, aber alles händisch bei irgendwelchen anderen Verbindungen, Connections, die man hat, andere Dealer. Und dann wird eventuell entweder das Erstbeste oder das Zweitbeste sozusagen Angebot genommen, wenn man noch ein bisschen rumtelefoniert hat. Und es ist ja ganz klar jetzt, dass wenn man so eine elektronische Börse erschafft und Market Access hat so eine elektronische Börse erschaffen. Müssen wir kurz gucken, wie hießen die? Open Trade Web oder so. Open Trading heißt die. Open Trading, das ist die Plattform. Und das war jetzt gar nicht so leicht. Ich habe die Geschäftsberichte gelesen. Diese Plattform überhaupt in den Markt zu bringen, weil die Beharrungswiderstände relativ groß sind, weil die ganzen Investmentbanken, die haben eigentlich überhaupt keinen Bock, die ganze Preisfindung und so weiter transparent zu machen und ihre Kunden zu verlieren und so in einem
eine erhöhte Konkurrenz quasi in Kauf zu nehmen. Denn so eine Plattform führt ja dazu, dass man viel größere Preistransparenz hat. Das heißt, dass man eben einfach quasi ins Orderbuch, so wie er es bei Aktien auch kennt, einsehen kann und dann das beste Angebot wahrnehmen kann. Nichtsdestotrotz, anhand der Grafik seht ihr, es geht in die richtige Richtung und davon kann auch profitieren Market Access. Gucken wir uns nämlich jetzt mal ein bisschen das Fundamentale an, und zwar im Aktienfinder. Moment. So, wenn wir mal hier jetzt erstmal das Chart-Layout ändern. Jetzt muss ich doch erstmal, ich muss euch erstmal fragen, wer von euch hat Market Access auf dem Radar? Ich behaupte ja, dass es hier irgendwelche Perlen wären, aber der eine oder andere, der den Aktienfinder nimmt, ist bestimmt schon draufgestoßen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn einer von euch Market Access bereits sich angeschaut, analysiert hat oder vielleicht sogar im Depot hat. Würde mich mal interessieren. So, wir sehen hier die langfristige Gewinnentwicklung und ich würde mal sagen, das Ganze zeigt in die richtige Richtung. Nicht auf dem Radar, nie gehört. Nein, nope, noch nie gehört. Mir unbekannt. Jawohl, dann habe ich ja nicht zu viel versprochen. Da ist die Perle. So, aber ob es eine Perle ist, das werdet ihr nachher entscheiden. Noch keiner da, der die Aktie mal irgendwie auf dem Radar. Das ist interessant. Dabei hat die Aktie hier drei Auszeichnungen. Die hat alle Auszeichnungen kassiert, ne, die man so kriegen kann. Ihr seht hier, dass die Gewinnentwicklung erste Sahne. Wir können auch hier den operativen Cashflow einblenden, den freien Cashflow einblenden. Das läuft hier alles Hand in Hand. Ist doch schon sehr positiv. Das heißt, der bilanzierte Gewinn ist auch dann oder schlägt sich dann auch in echtem Geld nieder, ne? Das heißt, da gibt es auch keine Abschreibungen, die mal dazwischen kommen oder sonst irgendwas. Das ist sehr gut. Die Dividende, die steigt auch schon hier, wie ihr seht, recht beharrlich an. Was haben wir denn hier für Dividendensteigerungsraten von, na, langfristige Mittel, so um die 20% im Jahr? Ha, da hat es jemand auf der Watchlist. Aber, und da hat jemand mit Market Access beruflich zu tun. Positiv oder negative Erfahrung, Herbert? Wie war die Erfahrung mit Market Access? Berichte mal als Insider. Also, um die 20% Dividendenwachstum im Jahr, diesmal ein bisschen weniger angenommen, wahrscheinlich nur 7%, aber nichtsdestotrotz finde ich insgesamt recht sportlich. War okay, sagt er, war okay. Klingt irgendwie neutral. Wenn wir uns mal ein bisschen weiter angucken, hier im Aktienfinder, wie das ganze Fundamentale aussieht, das seht ihr hier. Na, wir machen hier mal, weil das da oben stört mich ein bisschen. Das seht ihr hier, dass die Margen. Hier seht ihr die Margen, dass sie lange Zeit geklettert sind nach oben und die haben angefangen, richtig nach oben zu gehen, sehe ich hier, während der Finanzkrise. Und es ist kein Zufall. Ich habe nämlich gelesen, dass die Finanzkrise ein kleiner Boost gewesen ist für die Elektrifizierung, also für den elektronischen Handel im Anleihebereich, weil die Investmentbanken, die Broker, die Dealer, die haben größere Regularien, also höhere Anforderungen aufs Auge gedrückt bekommen, ohne da zu arg ins Detail zu gehen, konnten dann nicht mehr so viele Anleihen selbst auf Vorrat halten. Und das hat sozusagen dann das Ganze beschleunigt. Und man sieht es hier nicht unbedingt in erster Linie ein bisschen auch am Umsatz, aber in erster Linie an der Marge. Das heißt, Market Access musste dann nicht mehr hier mit absoluten Kampfpreisen hingehen, sondern die Plattform ist einfach attraktiver geworden, hat dann dazu geführt, dass die operative Marge innerhalb von 3 Jahren von 14% auf sage und schreibe 43%, also um 30% ungefähr gestiegen ist. Und ihr seht, die Nettomarge ist dann auch nach oben von 8% auf dann 26, dann 30 und momentan sind wir sogar bei 37%, operative Marge bei 48. Und das heißt doch hier, dass wir hier ein Unternehmen haben, das ist absolut profitabel. Und wenn ihr lange Zeit so ein Unternehmen habt, was dermaßen profitabel ist und was hier so einen hohen freien Cashflow hat, obwohl es auch Dividenden ausschütten, das schlägt sich wo nieder? Natürlich in der Bilanz. Wenn ihr hier euch die Bilanz mal anschaut, da seht ihr, dieses Unternehmen ist schuldenfrei. Ich zeige euch mal hier, das sind die zinstragenden Schulden. Die sind zwar jetzt hier 88 Millionen Euro in Anführungszeichen schwer, 1 Million US-Dollar. 1 Million US-Dollar bezahlen die an Zinsen, also Zinsaufwand.
Wenn ihr euch immer mal das Cash, den Cash-Bestand anguckt, dann überragt er die Schulden doch bei weitem. Wenn ihr euch die Tilgungskraft anschaut, also der freie Cashflow abzüglich Dividenden, dann seht ihr, dass innerhalb eines Jahres sozusagen die Schulden locker getilgt werden. Das sind so irgendwelche Umlaufschulden. Ich weiß es nicht genau, was das für Schulden sind. Aber ihr seht, faktisch ist das Unternehmen schuldenfrei. Ups, viele Schulden. Na, das ist alles eine Frage der Visualisierung. Man könnte meinen, es sind viele Schulden, aber es ist nicht so. Die Schulden sind quasi nicht existent. Und dann sagt schon jemand, auf den ersten Blick sieht das Unternehmen ganz ordentlich aus. Ja, das habe ich auch gemeint. Deshalb habe ich mir angeguckt für euch und deshalb stelle ich euch das vor. Wir haben hier ein bisschen Goodwill auf der hohen Kante, machen wir wieder alles rein. Das ist jetzt aber nicht so, dass es unglaublich viel wäre. 154, 155 Millionen. Das ist dieser ja, hellbeige, würde ich mal sagen, oder weißliche kleine Bereich hier in der Bilanz. Ich denke, das ist noch okay. Wir haben ein paar Aktien, die mal zurückgekauft worden sind. Die werden so durch die Bilanz geschleppt, sozusagen. Hier gab es mal einen größeren Rückkauf. Aber insgesamt ist man noch mit Aktienrückkäufen relativ sparsam unterwegs, würde ich mal sagen. Ja, so viel dazu. Wir können noch die Schuldenquote einblenden und die liegt bei 5%. Also alles im grünen Bereich. Ah, Moment, ich muss mal wieder hier das hier rausnehmen, den Kommentar. Ja, der eine oder andere hätte auch gerne 88 Millionen Schulden bei über 500 Millionen Cash. Wer nicht? Und da schreibt einer kaum Artikel auf Seeking Alpha. Ich bleibe bei den bekannten Langeweilern. Ja, dann kannst du nachher mit abstimmen. Aber nur weil bei Seeking Alpha die Aktie nicht besprochen wird, heißt das ja nicht, dass es eine schlechte Aktie sei. Und da kommen wir jetzt auch gleich auf die Dividendenrendite zu sprechen. Und da hat ja auch schon jemand erkannt, die Dividendenrendite, die ist ja gar nicht so hoch, obwohl sie hier im Schnitt um 20% im Jahr erhöht worden ist. Die Ausschüttungsquote, wie ihr seht hier, ihr seht schon rein grafisch, unter 50%, sowohl auf den Free Cashflow als auch auf den Gewinn. Hier seht ihr um die 40% jeweils bezogen. Ja, gucken wir uns mal die Dividendenrendite an, steht schon hier, 0,95%. Und dann gehen wir auch gerne mal in den Dividenden-Turbo. Die war mal richtig hoch, die Dividendenrendite hier, bei über 4% hier. 4,93%, das ist allerdings einer Sonderdividende zu verdanken gewesen. Der Effekt ist dann auch wieder verpufft. Jetzt können wir mal hier reinscrollen. Und Dividende ist relativ sozusagen. Ihr seht hier, dass die Dividendenrendite schon mal deutlich niedriger war. Die lag schon mal vor kurzem, Ende 2020, ist nicht so lange her, da lag die bei lediglich 0,4% und sie hat sich seitdem verdoppelt, ne? Auf immerhin knapp 1%. Sie wird dann weiter steigen, 1%, 1,2% und so weiter. Also für eine Dividendenertragsstrategie ist das jetzt nicht unbedingt empfehlenswert, die Aktie, würde ich sagen, wenn ihr mit einer hohen Dividendenrendite einsteigen wollt. Aber wenn ihr sagen wollt, die Dividende nehme ich einfach mit und ich will ein solides Business haben, in das ich investiere und ich bin auch zufrieden, wenn es zu Kursgewinnen kommt und das gucken wir uns jetzt gleich an, dann wäre das vielleicht eine Aktie. Denn ihr seht hier, wir gehen mal auf den fairen Wert, muss ich mal gucken. Jetzt blenden wir mal hier alles aus, um es maximal spannend zu machen. So. Das hier ist der Kursverlauf. Ich mache es jetzt mal ein bisschen kleiner, das Ganze. Dann sieht es noch schöner aus. Kurs verdoppelt, Dividenden. Kurs halbiert, Dividende verdoppelt. Ja, so ist das Ganze. So ist es. Und zwar könnt ihr hier sehen, dass die Aktie mal richtig abgegangen ist. Die ist auch im S&P 500. Ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber es ist da hier auch irgendwann, als die so stark gestiegen ist, in den S&P 500 aufgenommen worden. Und das seht ihr dann hier. Normale Rendite von 170% innerhalb eines Jahres ist ja gar nicht schlecht. Auch langfristig war die Aktie so kein schlechtes Investment. Börsengang vermutlich 2004, obwohl jetzt wieder so runtergekommen ist. Jährliche Rendite von 17,6% nach der Korrektur wohlgemerkt ist ja auch ganz okay. Das KGV, sagt jemand, wäre 61. Oh. Das war mal bei 61. Mittlerweile liegt es bei 41. Und wir gucken uns mal hier
BlackRock, zu BlackRock kommen wir noch. Schauen wir uns doch vielleicht erstmal das Wachstum an, bevor wir jetzt nur aufs KGV gehen. Alles ist relativ. Schnell wachsende Unternehmen kriegen höhere Multiples. Unternehmen, die nicht so schnell wachsen, die kriegen eben niedrigere, ist ja klar. Wir haben hier ein Wachstum von Gewinn, bereinigten Gewinn, operativen Cashflow. Und das ist das Gute, das können wir alles nehmen für die Bewertung dieser Aktie, weil das läuft alles Hand in Hand. Richtig, richtig smoothie sozusagen. Wir hatten hier Wachstumsraten, würde ich mal meinen, die lagen im deutlich im zweistelligen Bereich. 30% Wachstum, Gewinnwachstum oder auch mal Cashflow-Wachstum war keine Seltenheit. Es gab Jahre, da hat sich das Ganze verlangsamt, da war es mal einstellig. Aber im Großen und Ganzen ging das Ganze doch relativ sportlich vonstatten. Wenn wir jetzt mal gucken, dann hier, was die Analysten meinen, denke ich jetzt mal, jetzt blenden wir hier auch die ganzen Sachen ein. Da seht ihr, es soll auch weiterhin wachsen. Wir haben hier erstmal einen leichten Rückgang, aber dann soll es wieder nach oben gehen. Und dieser leichte Rückgang hat jetzt eben dazu geführt, dass hier die Kurse regelrecht eingebrochen sind. Ihr kennt das Spielchen ja, eine Übertreibung, der Markt ist zu euphorisch. Da gibt es eine kleine Abkühlung, eine Normalisierung des Geschäfts. Das war auch bei PayPal und vielen anderen Unternehmen so. Ihr seht ja hier, ging es außergewöhnlich stark nach oben, der Gewinnanstieg, auch der Cashflow. Und hier aber quasi eine Normalisierung. Ihr könnt euch ja jetzt vorstellen, als ob das quasi eine durchgängige Linie wäre. Dann wäre es quasi Business as usual. Und die Normalisierung führt jetzt aber dazu, weil das Geschäft vorher so gut gelaufen ist, dass es jetzt wieder quasi ein bisschen nach unten geht, bevor dann wieder der normale Wachstums auf den normalen Wachstumspfad zugekehrt wird. So, da kommt ihr aber ja schon zu einigen Fazits. Die Bilanz zu geleckt, ja, das ist mir interessant. Das kannst du gerne mal ein bisschen ausführen, Patrick, was du zu einer bezüglich einer zu geleckten Bilanz, was du dazu zu sagen hast oder wie die aussieht oder was da so geleckt ist. So, wir gucken uns mal einfach die Fernwerte an per Default und blenden das hier aus. Und da seht ihr jetzt sozusagen die Übertreibung. Das ist die Übertreibung. Also, wir hatten hier beispielsweise, obwohl das Geschäft mal so außergewöhnlich gut lief, faire Werte irgendwo um die zwischen 315 und $345. Aber die Aktie war bei über $570. Und jetzt, nachdem wir hier eben die Korrektur haben, da sehen wir, wir sind jetzt bei der Bewertung angelangt, die historisch quasi im Durchschnitt ist. Und jetzt dürft ihr kritisieren mit euren KGVs oder Multiples, die zu hoch sind. Gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben aufgrund hier noch der Normalisierung dann Wachstumsraten beim Gewinn, die erstmal noch einstellig sind. Danach soll es dann wieder zweistellig werden. Um die 15% würde ich sagen. Und beim Cashflow, da soll es die ganze Zeit so um die 15+% 15 bis 20% soll man da Wachstum haben. Das sind wie gesagt die Konsensschätzungen. Man kann es jetzt ein bisschen nach unten korrigieren, definitiv. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung, fragt da jemand. Die liegt bei 10 Milliarden Euro, rund 9,8 Milliarden Euro, also etwas über 10 Milliarden Dollar. Und ist also kein, ist ein Mid-Cap, würde ich sagen. Wenn man einfach die historische Bewertung nimmt und dann mal guckt, mit was für eine Rendite man da rechnen könnte, dann liegt die bei 16% sozusagen. Kein Zufall, das ist ungefähr das historische auch, was wir vorhin gesehen haben. Die lag, glaube ich, bei 17% irgendwo, die historische Rendite im Jahr um die 17%. Und wenn der Markt die Aktie weiterhin so bewertet, mit einem 40er KGV bewerten würde, dann wäre das quasi sozusagen Business as usual, wäre nicht schlecht. Jetzt können wir aber noch ein bisschen nach unten korrigieren, das Ganze. Man könnte zum Beispiel sagen, okay, 35er oder sogar ein 30er. Ich gehe mal aggressiv nach unten. 30er, 30er und hier ein, wir haben jetzt 11 Punkte runter und dann hier analogen 25er. Und dann wären wir hier unten. Das ist das KUV übrigens. Das habe ich jetzt nicht nach unten korrigiert. Das blenden wir einfach mal aus. So. Und dann würdet ihr sehen, dann ist die Aktie natürlich unattraktiv, ne? Dann würdet ihr hier einen Verlust haben, sogar aufs Jahr bei einer Anlagedauer von ein, dreiviertel Jahren. Da müsste man aber wissen, dafür, dass es realistisch ist, warum, ja, 30 passt, sagt jemand.
Da müsste man dann aber wissen, warum der Markt sozusagen die Aktie jetzt dann nicht mehr so hoch bewerten sollte. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das sich ändernde Zinsniveau und die Inflation und so, was das für eine Rolle spielen könnte bei dem Geschäftsmodell. Das ist Market Access, weil hier gerade jemand fragt. Aber ganz ehrlich, ich konnte leider keine schlüssigen, ich konnte keine schlüssigen Findings machen, dass das Geschäft entweder verhagelt oder fördert. Ich habe auch im Geschäftsbericht geguckt bei den Risiken oder sowas. Da ist auch nichts explizit gesagt worden. Insofern sage ich da jetzt einfach mal, dass ich vermute, dass es neutral ist, die Anhebung des Zinsniveaus und auch die höhere Inflation. So, das war die eine Aktie. Und dann gibt es die nächste Aktie und das ist ganz interessant. Das wäre nämlich Tradeweb Markets. Die haben eine Marktkapitalisierung, weil wir gerade da waren, die ist rund doppelt so hoch wie die von Market Access. Ich meine, das ist auch eine Perle. Deshalb gleich mal die Frage: Hat die irgendeiner von euch schon auf dem Schirm? Tradeweb Markets. So heißen die, so sieht das Logo aus. Und dann gehen wir auch gleich mal in den Qualitätscheck. Hier, Moment, das war Market Access, Tradeweb Markets. So sieht das Logo aus. Und hier, und die sind eben noch nicht so lange am Markt, noch nicht so lange gelistet. Seit wann sind die Börsen notiert? Die anderen seit 2004 und die vermutlich seit 2019 im April. Da haben wir den ersten Kurs. Schon ein bisschen vorher kriegt man ja die Gewinne. Die werden ja trotzdem veröffentlicht. Und wenn wir uns das Ganze hier angucken, ist auch ein Dividendenzahler. Ich verrate euch gleich die Dividendenrendite. Die liegt nur bei 0,35%, also noch etwas niedriger. Ja, wie? Okay, immer wieder begeistert, wie schnell der Aktienfinder bei mir läuft. Dabei habe ich so einen Rechner, so eine alte Gurke, über die es meine Kollegen immer alle lustig machen. Mein neuer Laptop, der liegt schon bereit, aber ich bin zu faul, ihn einzurichten. So sieht's aus. Vielleicht bräuchtest du mal auch einen neuen Laptop. So, noch nie gehört, sagt ihr. Bah, alle viel zu teuer, sagt jemand anderes. Also eine dieser Aktien wird nicht zu teuer sein. Und los auf los geht's los, 0,35%. Ich mache jetzt ein bisschen schneller. Die sind im gleichen Segment tätig wie Market Access. Das sind also Konkurrenten. Ich habe auch mal hier irgendwo geschaut gehabt. Tradeweb. Nein, da ist es nicht. Na, ich komme jetzt gerade nicht mehr dran. Aber es ist egal. Also, wenn ihr im Annual Report seid, da wird zum Beispiel dann auch Market Access als direkter Konkurrent erwähnt. Allerdings, Tradeweb Markets, die sind mehr im Bereich Staatsanleihen tätig, stark in den USA noch. Auch Market Access ist übrigens stark. Ach, vielleicht noch eine Geschichte soll ich sagen. Die haben beide Unternehmen, beziehungsweise der elektronische Handel im Anleihebereich, der hat noch sehr, sehr viel, was ihr hier fragt, ob ich neue Server mit Chips brauche. Nee, nee, wir haben super IT, das ist alles schon okay. Es gibt auch enormes Wachstumspotenzial, finde ich persönlich jedenfalls, für die Elektrifizierung oder für den elektronischen Handel mit Anleihen. Die Unternehmen, die können zum einen in neue Produkte gehen. Also Market Access ist relativ stark bei Unternehmensanleihen, sowohl im niederqualitativen Junk sozusagen, als auch bei den High Grades. Sie sind auch schon bei den US Treasuries, also Staatsanleihen drinne. Tradewebs ist mehr bei den Staatsanleihen drinne, hat aber auch Unternehmensanleihen und so weiter. Also wie gesagt, sie sind Konkurrenten, aber nichtsdestotrotz, sie können noch gegenseitig, also horizontal sich erweitern bezüglich des Geschäftsmodells, also auf andere Anleihenarten gehen und dann können sie auch noch auf Anleihen gehen international, außerhalb den USA. Und das machen auch beide schon und ich denke, da ist insgesamt sehr viel Marktpotenzial noch da. Ganz kurz zurück zu Market Access, können wir hier in die Region gehen. Da seht ihr, das Grüne ist Amerika und Europa ist das Blaue hier und dann gibt es Asien, unter anderem auch China, wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen. Aber ihr seht, da ist noch einiges an Potenzial und wenn wir in Tradeweb Markets gehen, dann seht ihr auch hier, United States ist das meiste, aber hier dann auch international. Wenn wir dann nur ganz kurz vielleicht mal gucken, wie die noch ihr Geld verdienen, das habe ich euch auch gar nicht gesagt. Also das ist bei beiden relativ analog. Das seht ihr hier, die verdienen vor allem mit den Gebühren Geld.
Also bei den anderen heißt es, glaube ich, fees, aber es sind Gebühren. Das ist zwischen die 80 und 88% bei Market Access. Also dafür, dass die elektronische Handelsplattform zur Verfügung stellen, dafür wird dann halt ganz normal, ihr kennt es von jedem Broker, eine Gebühr abgezwackt. Und dafür, dass die das überhaupt dürfen, dass sie sich in das System einklinken dürfen, das müssen die dann abonnieren. Das wäre dann die Subscription hier. Und dann gibt es noch so erweiterte Dienstleistungen, weil wenn die dann so eine Plattform haben, das finde ich auch ganz interessant und stellst sie zur Verfügung, dann kriegst du halt Einsicht. Du kriegst Einsichten in das Trading-Verhalten und dann kannst du zum Beispiel auch als Preislieferant fungieren, weil du die ganzen Preise, weil du die Orderbücher, weil du das alles kennst und das ist ja auch schon eine Information, die ist Geld wert und die kannst du natürlich auch verkaufen. Was die auch noch für ein Geschäft machen, habe ich gelesen, das ist dann so regulatorische Dienste. Also beispielsweise, was kann man sich da vorstellen? Die haben dann viele Daten zu den Unternehmensanleihen oder zu den Staatsanleihen. Die können dann sagen, was es für ein Investment-Grade ist, was es für ein Land ist, was es für eine Branche ist und so weiter. Die können diese Reporting machen und können damit dann den Investoren dann auch noch ein bisschen unter die Arme greifen. Das machen die natürlich auch nicht für umme. Das heißt, das ist also ein ziemlich großes Feld und ich glaube, da ist noch einiges da für Wachstum. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deshalb die Unternehmen auch relativ hoch bewertet sind. Das habt ihr ja bereits schon gemerkt. Und dann sagt einer, er kauft lieber Nasdaq. Und das ist auch ein gutes Stichwort, denn diese Aktie, die wir jetzt gerade auf dem Schirm haben, die hat sich nämlich bei Nasdaq eingekauft. Trade Web Markets, die hat nämlich wie Nasdaq Fixed Income gekauft letztes Jahr. Das heißt, es sind so kleine Player nicht, ne? Und ihr seht auch hier, die operative Marge steigt auch schon die ganze Zeit zusammen mit dem Umsatz. Wenn wir hier mal schauen, das wird jetzt den einen oder anderen stören, da seht ihr halt, dass der Goodwill relativ hoch ist. Also das war bei Market Access deutlich besser. Hier bei Trade Web Markets besteht die Hälfte der Bilanz gut nur aus Goodwill. Das ist sicherlich für viele ein No-Go. Auf der anderen Seite hier absolut schuldenfrei. Ne? Die haben nur 24 Millionen Schulden, die anderen hatten 88 Millionen Schulden. Also insofern. Cash haben sie schon, was den einen oder anderen auch nicht so gefallen wird. Das ist hier, ihr seht, die haben kräftig Aktien ausgegeben. Natürlich, wenn man aggressiv wachsen möchte durch Unternehmenszukäufe, dann muss man auch entsprechend sich um die Finanzierung kümmern. Und das ging ebenso. Dann gucken wir uns mal hier den fairen Wert an. Trade Web Markets. Und ihr seht hier, die Aktie kennt eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben. Wer sich das Ding zugelegt hat im Jahr 2018, wer nach dem IPO oder im Zuge des IPOs oder zum ersten, eigentlich muss ich es anders sagen, wer sich das Ding zugelegt hat zum allerersten Closing Date, der hat aufs Jahr eine Rendite erzielt von 35,3%. Also nicht schlecht. Aber ihr sagt, der ein oder andere sagt schon hier etwas überbewertet. Also gucken wir mal. Gewinn, bereinigter Gewinn, operativer Cashflow. Den bereinigten Gewinn haben wir erst hier, seit dem ersten Jahr, an dem das Unternehmen dann tatsächlich an der Börse war. Aber man kann hier, denke ich, schön den operativen Cashflow nehmen. Und ja, wir nehmen einfach mal alles und gucken dann, wie es aussieht. Moment. Bang, 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 bang. Geht nicht ganz so einfach zu bewerten wie die andere Aktie von Market Access, weil wir nicht so viel Historie haben. Ihr seht aber allerdings schon hier, und ich denke, das ist auch für viele von euch ebenfalls ein No-Go, hier die Bewertung, die ist natürlich schon recht sportlich und wir haben hier eben noch keine Korrektur gehabt, so wie es bei Market Access der Fall war. Nur wenn wir diese extrem hohen Bewertungen, Fair Value Dividende mache ich raus, deshalb kauft die Aktie sicherlich kein Mensch. Sogar wenn wir die historische Bewertung nehmen, dann sehen wir hier, dass die Aktie überbewertet ist. Und ich erspare mir das jetzt mal, die Aktie nach unten, die Multiples nach unten zu korrigieren. Dann werden die hier irgendwo ziemlich weit unten sein, weil ihr seht schon relativ teuer. So, ich wollte sie aber mal ebenfalls auf dem Schirm haben, weil ich finde, das passt eben gut zu Market Access. Ihr seht hier zwei Aktien, oder zwei Unternehmen, die direkte Konkurrenten miteinander sind und von der Bewertung Trade Web Markets deutlich teurer, obwohl hier die Wachstumsraten im Prinzip nicht höher sind, wenn ihr auf den operativen Cashflow geht, den geschätzten, dann ist er sogar deutlich niedriger. Der war bei Market Access bei um die 20%, habe ich mir gemerkt, hier nur um 10%. Und trotzdem ist die Aktie so teuer. Jetzt
kann man sich mal fragen, warum das so ist, ob der Markt es nicht so ganz, ob der Markt hier eine Ineffizienz hat oder so. Ich kann es euch nicht sagen, aber es sieht doch deutlich so aus, dass Market Access, da nehme ich ein bisschen was vorweg, hier deutlich interessanter wäre. Kommen wir mal zu BlackRock. BlackRock ist ebenfalls in der Investmentbranche tätig. BlackRock kennt jeder von euch, das ist klar. Das ist auch bei den Top 50 Dividendenaktien, glaube ich, unter den Top 10. Die haben hier eine operative Marge, die ist so hoch wie bei Market Access. Die haben hier, wenn man ein bisschen Kennzahlen vergleichen, die höchste Dividendenrendite, 2,4%. Ausschüttungsquote ein bisschen höher auf dem freien Cashflow, auf dem Gewinn, aber ungefähr noch bei dem Level von den anderen Konkurrenten. Weil sie schon so lange am Markt sind, haben sie auch eine schöne Dividendenhistorie. Sie haben nicht ganz so hohes dynamisches Dividendenwachstum wie zum Beispiel Market Access, aber dafür ist die Dividende ja etwas mehr als doppelt so hoch. Wenn ihr hier aber guckt auf die Stabilitätskennzahlen, wie stabil der Cashflow beispielsweise, der operative oder der Umsatz wächst, das seht ihr, das sind alles Qualitätsaktien sozusagen, wenigstens sind es Qualitätskennzahlen. Das Wachstum ist allerdings, das könnt ihr ja auch sehen, bei Market Access deutlich höher als bei BlackRock. Ist ja einfach so, wenn die Größe schon so riesig ist von so einem Unternehmen, ihr seht ihr die Marktkapitalisierung 104 Milliarden Euro bei BlackRock und zum Beispiel Market Access gerade mal knappes Zehntel davon. Da ist natürlich dann noch ein bisschen mehr Wachstum möglich. Die KGV seht ihr hier übrigens auch schön, wie hoch was bewertet ist. Und da seht ihr, dass die Bewertung von BlackRock ungefähr der Hälfte entspricht von Market Access. Und ich würde sagen, da gucken wir jetzt auch mal kurz rein. Ja, was ist BlackRock? Was macht BlackRock? Das wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt so ins Detail gehen. Wir haben ganz viele Aktienanalysen hier, 12 Aktienanalysen zu BlackRock, unter anderem auch von uns irgendwo hier Aktienfinder.net. BlackRock investieren in den größten Vermögensverwalter der Welt, ist nach wie vor ganz aktuell. Könnt ihr euch mal angucken. Also hier seht ihr, wie die ihr Geld verdienen. Aber ich will da gar nicht so arg drauf eingehen. Da könnt ihr auch hier bei den Segmenten ein bisschen sehen. Das sind die einzelnen Segmente. Die verdienen in erster Linie Gebühren über ihre Investmentvehikel und über ihre ETFs. Sind ja bei ETFs eine ganz große Nummer, haben auch aktiv gemanagte Fonds, machen auch ein bisschen Beratung und so weiter. Sind also, wie ich sagte, eine ganz große Nummer. Und der Larry Fink, so heißt der, glaube ich, ist auch ganz bekannt. Nicht so bekannt wie Elon Musk, aber trotzdem. Wenn ihr euch mal den Dividendenturbo anguckt, da seht ihr, dass die Aktie durchaus interessant sein könnte für ein Dividendeninvestment. Die Dividende schwankt außergewöhnlich stark, finde ich. Also ihr seht hier 2,35%, vor kurzem nur 1,65%, jetzt also deutlich mehr wieder, über einen halben Prozent mehr innerhalb von nur, naja, knappem Jahr. Wir werden ein bisschen weiter zurück, da hättet ihr BlackRock bekommen für über 3% Dividende und hier während der Finanzkrise gab es mal 3,5%, aber hier war 2020 früher für auch über 3%. Und ihr seht hier das Dividendenwachstum relativ dynamisch immer noch. Und ihr könnt hier schon mit 3% rechnen im Jahr 2024. Mal schön, ne? Ja, keine Anlageberatung, da hänge ich mich mal auch noch drauf. Da hänge ich mich auch dran, habe ich nicht gesagt. Und ich sehe hier schon, BlackRock sagt jemand auch gerade für einen Nachkauf. Und da sagt auch jemand, BlackRock wäre ganz toll. So, wenn wir hier mal so einen Korridor, so einen 5-Jahres-Korridor zum Beispiel mal hier reinnehmen, da seht ihr dann, wo die Dividendenrendite so im Schnitt der letzten 5 Jahre liegt. Dann seht ihr ziemlich genau momentan bezüglich der Dividendenrendite im Mittel ganz leicht drüber. Wenn wir mal gucken, wie die Aktie so bewertet ist, da ist sie auch zurückgekommen. Das ist ja erstmal schön. Das Hoch bei 970 US-Dollar, jetzt kostet sie gerade knapp 740 US-Dollar. Korrektur von, nochmal kurz einblenden, wie viel Prozent ist die Aktie nach unten gegangen? Moment, hab's gleich. So, hier, ja, um die gut 20%, 22%. Korrektur, reicht es dafür, dass die Aktie unterbewertet ist? Wenn wir gleich uns angucken, ich will mal noch wissen, was man da langfristig verdient hat im Jahr an der Aktie. 16,1%, also ziemlich, also 1 Prozentpunkt weniger als bei Market Access, die Hälfte von Tradeweb Markets. Aber 16% ist, denke ich, auch nicht ganz schlecht. Da wäre der ein oder andere doch zufrieden. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir hier in die Bewertung gehen. Ihr seht hier schon die Multiples. Und das Interessante ist hier übrigens, was mir gerade auffällt, dass das KCV höher ist als die KGV. Bei allen anderen Aktien war es umgekehrt.
Bei allen anderen Aktien war der Cashflow höher als der Gewinn. Hier ist der Cashflow, das seht ihr ja auch, da ist der Cashflow niedriger als der Gewinn. Woran das jetzt liegt, kann ich jetzt mal auf die Schnelle nicht sagen. Da muss ich ins Cashflow-Statement gucken. Das sparen wir uns mal. Ich mache mal den operativen Cashflow weg. Wir konzentrieren uns nur hier auf den Gewinn. Das ist im Prinzip kein egal, ob wir dann den bereinigten und den bilanzierten nehmen. Nehmen wir den bilanzierten Gewinn. Und ich will doch gucken, was wir hier für Wachstumsraten haben. Prognostizierte, Moment, damit ich hier alles sehe. 6, 12, 9%. Also so kratzt an einem zweistelligen Wachstum hier, laut Analysten. Das ist jetzt ein bisschen weniger Wachstum, als wir zum Beispiel hier bei Market Access haben, wenn ich mir richtig in Erinnerung habe. Aber dafür, wie ich deutlich günstiger bewertet. Ja, jetzt gucken wir mal rein. Fairer Wert auf den bilanzierten Gewinn. Und das sieht dann so aus. Ja? Wir sehen auch hier immer deutliche Überbewertungen. Dann haben wir hier wieder Korrekturen. Also geht hin und her. Kannst du auch mal gerne logarithmisch angucken. Ah, macht keinen großen Unterschied. Und hier Corona-Crash. Große Kaufgelegenheit. Jetzt haben wir hier wieder starke Überbewertungen gehabt. Und jetzt geht es wieder in Richtung fairer Wert. Und wenn wir jetzt hier sind, bei 736, und wir machen wieder das gleiche Spielchen mit der Anlage auf ein Dreivierteljahr, dann haben wir eine Renditeerwartung von 8%. Das ist also ein bisschen weniger, also deutlich weniger, fast die Hälfte von Market Access beispielsweise, aber ist halt irgendwo konservativer, ne? Das heißt, das sollte in Anführungszeichen weniger anbrennen, als wenn wir was Hochbewertetes haben und dann läuft es nicht so gut. Und jetzt interessiert mich mal, ich habe schon so eine grobe Vermutung, wo es bei euch hinausläuft. Es interessiert mich mal, welche Aktie euer Favorit ist. Jetzt möchte ich die Abstimmung gemeinsam mit euch machen. Ich muss mir jetzt mal den Link holen und dann werde ich den teilen. Moment, da ist er auch schon. So sieht es übrigens aus, dann die Abstimmung. Moment, so sieht sie aus. Und ich poste euch jetzt den Link hier als Kommentar. Und da die Abstimmung geheim ist, so wie bei jeder anständigen Wahl in der Demokratie, werde ich jetzt auch mal hingehen und was anklicken. So, ich habe jetzt schon mal gewählt. Oh, ihr seid aber schnell. Ihr seid schnell. Ich dachte, ich wäre der Erste gewesen. Von wegen. Okay. Dann gucken wir uns das nachher dann noch mal an in Ruhe. Bis es soweit ist, würde ich aber sagen, gehen wir zu den nächsten Aktien über. Und wir verlassen jetzt den elektronischen Handel des Anleihebereichs. Wir bleiben aber beim Handel. Wir gehen jetzt zum Handel von Klamotten. Und wir hatten jetzt drei US-Aktien. Und jetzt habe ich drei Aktien, von denen keine einzige in den USA ist. Ein Japaner, eine Deutsche und eine aus Spanien. Und die sind alle im E-Commerce tätig. Und das ist ganz interessant. Und die erste Aktie, die ich ausgegraben habe, und da frage ich euch dann auch wieder, ob das irgendjemand von euch gekannt hat, die hat vier Buchstaben, ich verrate es gleich. Die heißt Zozo. Oh, man höre und staune. Leicht zu merken. Ja, ich habe eine schnelle Community. Ich bin auch immer stolz auf euch. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe hier den Merkzettel gemacht und hier geht es in den Handel rein. Und so, Inditex habe ich noch gar nicht drauf. Die müssen wir noch schnell reinnehmen hier. Moment. So, Inditex kennt ihr sicherlich. Die sind ja relativ bekannt. Ihr habt alle sicherlich schon mal in dem Inditex-Laden eingekauft. Zara oder Massimo Dutti. So, aber wir wollen uns mal mit Zozo beschäftigen. In China, Zuzu ausgesprochen wahrscheinlich. Okay, lasse ich mich gerne belehren. Japan ist ja ein Land, das, finde ich, einen schlechteren Ruf hat eigentlich und ist ein bisschen zu Unrecht so etwas zur Seite geschoben wird. Weil es gibt ja doch sehr viele interessante Unternehmen, die solide Dividendenzahler sind und die wirklich fundamental sehr solide aufgestellt sind und von denen man echt noch nie gehört hat. Ich habe im Aktienfinder mittlerweile über 100 Japaner aufgenommen und viele machen eine echt gute Figur. Und dieses, ich nenne es jetzt mal Zuzu, okay, auch, ich weiß nicht, ob es Zuzu oder Zuzu ausgesprochen ist. Das ist eine von vielen, die eine gute Figur erstmal machen, wenn man sich das Ganze anschaut, um euch den Mund wässrig zu machen. So sieht das Logo aus. Und wenn ihr hier so in den Qualitätscheck reingeht, da seht ihr hier kleine Corona-Delle, aber ansonsten, als wäre nichts gewesen.
das Ganze schon wieder aufgeholt und Gewinn auf Allzeithoch, Dividende auf Allzeithoch, Margen sehen gut aus, Umsatz auf Allzeithoch. Also sieht so schon mal gar nicht schlecht aus. Dividendenrendite liegt bei jetzt 1,7%. Steigern den Gewinn, die Dividende, Entschuldigung, gut im zweistelligen Bereich. Langfristig auf 10 Jahre sogar 26%. Jetzt geht es ein bisschen nach unten, um die 15%. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt verkehrt. Und erstmal gucken, was die machen. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt was für euch aufgemacht hatte. Ja, da ist was. Das ist die Unternehmenswebseite von denen. Und wenn ihr in die Investor Relations reingeht, da seht ihr einige interessante Sachen, wo die dem, ja, wo ihr einfach einen besseren Eindruck bekommt. Und die Grafik fand ich zum Beispiel ganz schön, weil wenn wir uns überlegen, wie viel Wachstum oder wo das Wachstumspotenzial da drin ist, und wir denken an eine japanische Aktie, und ich zeige euch mal was, was euch wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Wenn wir in die Region gehen, wo Suzu ihr Geld verdient, dann ist es hier zu 100% Japan. Und ihr wisst ja alle, dass Japan irgendwo ein Markt ist, der oder eine Wirtschaft, ich sag's mal so, ist, die seit Jahrzehnten am Stagnieren ist. Dass Japan eine Gesellschaft ist, die ein demografisches Problem hat, auch mit relativ starken traditionsbehafteten, ja, wie soll ich sagen, ja, also ich sag's mal so, relativ verkrustet. Und sie haben große Probleme, sich da doch zu modernisieren. Und wenn ich ein Unternehmen erstmal sehe, das 100% der Umsätze in Japan macht, da habe ich dann erstmal so ein bisschen Zweifel. Jetzt ist es aber so, und es ist auch tatsächlich so, dass der Handel von Textilien kaum Wachstum kennt, sondern eher stagniert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schafft Suzudok ganz offensichtlich die ganze Zeit zu wachsen. Wie ist das möglich? Das können sie, weil sie eben im Onlinehandel sind und weil der Onlinehandel in Japan unterentwickelt ist. Im Westen, da haben wir so um die 20% plus, oder? Ich muss noch mal gucken. Ich hatte es mir aufgeschrieben gehabt, damit ich nichts Falsches sage. Ja, doch, im Westen haben wir gut 20% Onlinehandel im Bereich Textilien. In Japan kommen wir gerade mal so auf 13%. Und hier steht es auch, das sind auch hier die 13%. Und Suzu möchte wachsen, indem sie eben im Onlinehandel sind, weil da wächst das nämlich. Es gibt eben diese Verschiebung auch, nur ein bisschen nachgelagert im Vergleich zum Westen. Also dieser Trend zum Onlinehandel, der ist auch in Japan existent. Das heißt, wenn Suzu es schafft, den Handel aufzurollen im E-Commerce-Bereich bei Textilien, dann kriegen sie ein überproportional starkes Stück vom Kuchen ab. Und das ist ihnen schon gelungen. Das ist der aktuelle Stand bezüglich ihrer alten Strategie. Und ihr seht, dass sie sich auf Luxus und die gehobene Klasse in den Textilien fokussiert haben. Und da haben sie es geschafft, einen Marktanteil in Japan wohlgemerkt zu bekommen von sage und schreibe 50% im E-Commerce. Wobei erst 13% von diesen Segmenten hier überhaupt online gehandelt werden. Das heißt, ob die noch einen größeren Anteil kriegen als 50%, das ist ja schon irgendwo fast marktbeherrschend, da könnt ihr ein Fragezeichen dran machen. Aber wenn das hier von 13 auf 20% steigt oder mal irgendwann auf 26% steigen würde, dann hätten die quasi schon den doppelten Umsatz. Dann würde sich also das hier quasi verdoppeln. Das ist jetzt also die Frage, wo ist da noch Wachstum? Das ist die eine Wachstumsstrategie, oder der eine Wachstumspfad sozusagen, dass sie mehr Japaner davon überzeugen, ihre Klamotten im Onlinehandel zu kaufen. Und damit sie das tun, gibt es dann auch noch zusätzliche Dienstleistungen. Also die haben, da hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen besser informieren sollen oder vielleicht einige oder ich jetzt aufschreiben sollen, ich habe es gelesen. Also die haben dann diverse Apps, dass du elektronisch deine Sachen quasi schon anprobieren kannst. Die haben so Zusatzdienstleistungen, die einfach das Einkaufen angenehmer machen. Da müssen wir nochmal nachfassen. Wenn ich jetzt schriftliche Analyse machen würde oder sowas, müsste es dann auch nochmal ein eigener Absatz sein. Aber sie flankieren das Ganze noch mit einem verbesserten Online-Einkaufsergebnis und sie sind da ganz gut, Einkaufserlebnis und sie sind da ganz gut unterwegs. Also das ist der eine Wachstumspfad.
dass einfach mehr Leute über das Internet ihre Klamotten einkaufen sollen. Und der andere Wachstumspfad, das ist das, ist auch andere Segmente im Bereich Textilien zu bedienen. Denn ihr seht es ja hier anhand der Pyramidenform, der deutlich größte Block von Textilien ist jetzt nicht der Luxusbereich oder der gehobene Bereich hier der Klamotten, sondern hier dieses der Volumenbereich, hier Fashionable heißt es. Und hier ist, unten ist Non-Fashionable. Das ist sozusagen das Billigste, das ist Kick, wenn man so will. Und hier, das ist dann H&M, Zara, sowas in der Richtung. Ja? Und da seht ihr, was das für ein großer Block ist. Ihr seht dann auch die Market Size, das heißt der adressierte Markt sozusagen, der hat sich jetzt dann durch die neue Strategie verdoppelt. Und das führt jetzt aber auch natürlich dann dazu, dass hatte man hier oben noch einen Marktanteil von 50%, weil man hier auch schon länger unterwegs ist, hat man, wenn man jetzt den kompletten Markt nimmt, haben wir hier unten noch Neues, nur noch einen Marktanteil in Anführungszeichen von 20%. Das heißt, wenn man dann hier hat man noch viel mehr Potenzial zu heben. Und diese beiden Wachstumspfade können dazu führen, dass das Wachstum eben noch über viele Jahre erhalten bleibt. Und deshalb könnte die Aktie interessant sein, obwohl sie nur in Japan ist. Ich habe versucht, ich habe gesucht, 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 ob die irgendwo eine Expansionsstrategie haben, auch mal aus Japan rauszukommen, weil das wäre ja auch noch ziemlich cool. Dann wäre ja noch mal mehr Fantasie da, habe aber nichts gefunden. Wenn ihr auf die Webseite von denen geht, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, auch ihre Klamotten zu kaufen außerhalb Japans. Die haben da einen eigenen Partner, aber sie selbst geben sich da bedeckt. Wenn ihr hier mal reingeht in die einzelnen Segmente, da sieht man noch ein bisschen, wie sie dann auch noch mal Geld verdienen. Das ist auch schon ein bisschen so wie Amazon. Also die haben ein eigenes Geschäft. Das heißt, sie stellen die Online-Plattform dar und da verkaufen sie selbst wie Amazon als eigener Händler, also Amazon-Ware. Es können aber auch andere Händler, und das wird auch getan, es gibt auch über 1000 andere Händler, die dann über Suzutown, so heißt die Plattform, dann ihre Waren feilbieten und dann bekommt man natürlich, ihr habt es ja schon gedacht, eine Gebühr bekommt dann Suzu, eine Verkaufsgebühr. Es gibt auch zum Beispiel Advertising, das könnt ihr euch auch Amazon vorstellen, da könnt ihr die Händler dann auch werben, damit sie eine bessere Platzierung kriegen und so weiter. Und das ist hier auch der Fall. Also das ist schon so eine integrierte Verkaufsplattform. Ich denke, man sollte ganz kurz mal euch auch mal zeigen. Da habe ich es mal gesucht. So sieht das Ganze dann aus. Irgendwie nicht so sexy. Doch, jetzt lädt es nach. Also so sieht das Ganze aus, natürlich auf Japanisch. Und wenn ihr dann hier reingeht, Shop Now for International Customers, da haben sie einen Partner, dann könnt ihr auch hier international kaufen. Und ja, da gibt es dann auch die Preise in Euro. Genau, das wäre das. Und dann würde ich sagen, wir gucken uns mal an, wie die Aktie so bewertet ist, beziehungsweise wir gucken noch ganz kurz hier in die fundamentalen Daten rein. Das habt ihr alle schon gesehen, auch mit den Umsätzen. 30% operative Marge, ja, für einen Händler ist schon Zucker, würde ich sagen. Also das ist schon ganz gut. Merken wir uns noch einmal, wenn wir Zalando angucken, als mögliche Alternative. Nettomarge von 21% und das Ganze doch ziemlich konstant, ne? Also das ist schon wirklich ordentlich, würde ich sagen. Das hier ist die Bilanz und ihr seht, die sind faktisch auch schuldenfrei. Nehmen wir mal die Schuldenquoten weg. Haben relativ viele eigene Aktien. Die kaufen also ein bisschen Aktien zurück. Wie seht ihr, es geht immer etwas zurück. Also nicht so in amerikanischen Maßstäben, aber ein bisschen schon. Wie, ich wirke müde, ich bin eigentlich relativ fit. So, und die Bilanz, die ist sehr solide. Genau, also das sieht alles für mich gut aus. Wenn jemand eine Kritik üben will, dann kann das ruhig machen. Gucken wir mal in den Dividendenturbo rein kurz. Und ihr seht, hier muss mal irgendwas passieren. Dann gab es mal 2% Dividendenrendite, momentan sind wir bei 1,7. Und dank eines Dividendenwachstums wären wir dann auch irgendwann bei 2,4% angelangt im Jahr 2024. Interessant,
wird die Aktie aber vor allem dann, wenn sie momentan günstig zu haben ist. Gucken wir uns das mal an. Ihr seht hier die Kursentwicklung und ihr seht hier mal, was das für Ausschläge gemacht hat. Als ob das hier Online-Payment, US-Aktie gewesen wäre. Die war mal auch bei 4.700 japanischen Yen und ist dann hier im Zuge von Corona auf 1.265 Yen gefallen. Also um 72%, um über 72%, das sind noch Dividenden drin ein paar. Also fast drei Viertel verloren, bevor dann die Aktie hier wieder durchgestartet ist und wieder 164% Boden gut gemacht hat. Und das hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, würde ich mal sagen, oder ich jetzt nicht erwartet, wenn ihr einfach mal so die Gewinnentwicklung anschaut. Also ganz krasse Überbewertung vermutlich. Und jetzt müssen wir mal gucken, das finde ich jetzt selbst spannend. Ah, hier mal, schauen wir erstmal noch hier auf die KGVs etc. Die liegen bei unter 30. Müssen wir jetzt aber ganz mal aufs Wachstum gucken. Das Wachstum hier, also in der Vergangenheit gut zweistellig. Es gab mal Zeiten, wo die Aktie gewachsen ist, wie der Teufel hier. Und die Bewertung aber immer noch relativ sozial war. Ne? Also wenn ich mal hier sehe, da war das KGV bei 31, 33, das Wachstum war aber bei teilweise 40, das heißt Preis-Earnings-Growth unter 1, die war richtig günstig hier, die Aktie. So ein Mist, leider verpasst. Ne? Damals gab es auch noch keinen Aktienfinder. Die Aktie heißt Susu, weil da wieder jemand fragt. Und jetzt haben wir ein Wachstum, das sich leicht abflacht. Deshalb vermutlich auch hier die Strategieüberarbeitung hier mit neuen größeren Markt adressieren, damit wieder mehr Wachstumsfantasie da reinkommt, könnte ich mir gut vorstellen. Wachstum jetzt im, würde ich mal sagen, Moment, hier im hohen einstelligen, niedrigen, vielleicht um die 10%, zwischen 9 und 10% vermutlich. Das bereinigte Wachstum soll so zwischen 11 und 12% liegen. Ist es so unterschiedlich? Naja, eigentlich nicht. Ne? Dann nehmen wir mal das bereinigte Wachstum, sieht etwas besser aus. So, und dann gucken wir mal, wie das hier so aussieht. Und hier seht ihr jetzt die Bewertung der Aktie. Und nach der jüngsten Korrektur, also dass es hier überbewertet war, ich glaube, das lag schon auf der Hand. Und das hier wäre mit einem KGV von 28 bei Wachstumsraten um die 10%. Das korrigieren wir noch ein bisschen nach unten. Dann der faire Wert. Ich würde sagen, wir gehen hier mal runter auf vielleicht 20. So, 20. Eine Bankaktie. Tencent, Target, Bank of America. Boi, mit was ihr hier immer kommt. Okay, ich habe jetzt mal runter korrigiert und wenn ihr das seht, dann ist die Aktie jetzt aber nicht unbedingt so attraktiv. Ich habe aber auf 20 runter korrigiert, ja, und das ist schon extrem. Die Aktie war nie, doch hier mal mit dem 20er, 20, nee, beim bereinigten KGV, die war nie mit dem 20er bewertet, die Aktie. Das war schon extrem. Sobald du 25 machst, kommst du wieder hier auf eine positive Rendite, wäre dann 6,5% hier. Also das wäre Susu. Könnten wir vorstellen, dass man hier relativ gut normalen Kauflimit legen kann, und weil die Aktie ja zu einer höheren Volatilität neigt und wenn die dann nochmal so ein bisschen runterkommt, dass man dann vielleicht sagt, okay, wenn da nichts Negatives passiert ist von den Unternehmensnachrichten, dann könnte man da vielleicht zuschlagen. So, jetzt gucke ich mal. Hier sagt auch schon jemand maximal 20. Okay, jetzt gibt es aber ja noch andere Unternehmen, die auch im Bereich E-Commerce, Textilien tätig sind, und die will ich jetzt mal noch kurz als Konkurrenten darstellen. Und zwar zum einen hätten wir da Inditex. Ich glaube, Inditex kennt ihr ja schon. Inditex, der Marktführer so ziemlich im Onlinehandel aus Spanien. Und ihr seht ihr hier auch schon anhand der Kursentwicklung. Die haben einen relativ schlechten Verlauf. Und zwar hier, die sind im Prinzip auf dem Kursniveau von 2012. Und da muss man sich mal fragen, was ist da mit dem Gewinn passiert? Ist der die ganze Zeit seitwärts gelaufen? Nicht wirklich, wir hatten hier Corona, den Einbruch, aber 2012 hatten wir einen Gewinn pro Aktie von 76 Cent und mittlerweile liegt er bei 1,4. Das ist nicht so, so viel höher, aber es ist doch deutlich höher. Das heißt, die Aktie ist günstiger bewertet, als sie es ganz offensichtlich in der Vergangenheit gewesen ist. Das muss man auch hier sehen können. Wir haben momentan, hier seht ihr das, Multiples KGVs von unter 20, juhu,
KCV von unter 10, juhu, können wir mal gucken, der operative Cashflow, der, oh je, der geht mal hoch, mal runter, aber ihr seht, das ist jetzt noch deutlicher gestiegen als der Gewinn. Ich blende wieder aus. Und wir haben hier dann Wachstumsraten hier von um die 10% in der Größenordnung von Susu irgendwo. Und auch Inditex ist relativ stark unterwegs im Bereich Onlinehandel. Ich muss mal gucken, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Die machen 25% des Umsatzes bereits online und bis 2024 soll es 30% sein. Also sind relativ gut unterwegs. Gucken wir uns mal ganz kurz vielleicht hier noch ein paar Kennzahlen an. Was interessant vielleicht sein könnte, eine Dividendenrendite von 4%. Da muss ich dann aber auch noch gleich was zu sagen. Moment, ach, das Ranking. Doch, doch, Ranking ist eine andere Geschichte. Wenn ich da noch auf das Ranking eingehe, dann dauert es noch länger. Und jeder von euch kann ja ein anderes Ranking machen. Deshalb überspringe ich das so ein bisschen. Ansonsten kommt der Ruf nach der Sanduhr und wird er lauter. Wenn wir uns die Dividendenrendite mal anschauen, dann sehen wir, dass wir eine Kürzung hatten und wir sehen noch was anderes, dass Inditex auch immer mal wieder eine Sonderdividende ausschüttet. Also das ist gar nicht so einfach mit dieser Dividende hier. Die haben zum einen eine Interimsdividende und zum anderen dann teilweise nochmal eine Sonderdividende obendrauf. Und das ist teils relativ wild. Wenn wir hier mal den Dividendenturbo angucken, dann haben wir hier, seht ihr hier mal diesen leichten blauen, Moment, ich mache mal hier raus, seht ihr immer diese leichten blauen Balken, das sind also immer diese Sonderdividenden. Und ihr seht, dann gab es hier mal die Kürzung. Und jetzt geht es dann nochmal wieder nach unten ein bisschen. Die Dividendenrendite vor kurz bis zum 30.3. sogar noch bei 5%, jetzt dann bei 4%, 4,1% und soll dann auch wieder steigen auf 4,5%. Und theoretisch sogar relativ nah, also 2023, könntet sogar an 6% kratzen. Hat natürlich damit zu tun, dass der Kurs hier relativ enttäuschend ausgefallen ist. Ich habe auch mal geschaut, was war denn da los? Hier gab es ja nochmal eine Korrektur nach unten. Und ich denke, das hat mit der Ukraine-Krise zu tun. Die machen nämlich einen Anteil, sieht man es hier eigentlich bei den Regionen? Ah, hier sieht man es nicht, ist nicht extra ausgewiesen worden, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Die haben in Russland 502 Filialen mit 9.000 Angestellten und machen 8,5% des Umsatzes in Russland. Und das ist natürlich nicht gut, weil dieser Umsatz, der fällt erstmal weg. Soweit ich weiß, sind die Filialen geschlossen. Inditex bezahlt die Angestellten aber weiter. Das heißt, es gibt hier Kosten, aber keine Umsätze für 8,5%. Was auch noch eine Rolle spielen könnte, habe ich mir gedacht, warum der Kurs gefallen ist. Das könnte daran liegen, dass es zum Führungswechsel gekommen ist. Es gibt nämlich jetzt jemand anderes, der das Heft unter anderem in die Hand nimmt und das wäre, Moment, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Da, diese junge Frau hier, das ist die Tochter vom Gründer, die guckt schon so ein bisschen verbissen. Also sieht schon so aus, als ob sie Durchsetzungskraft hat. Also es gibt auch noch einen Führungswechsel. Martha Ortega heißt sie. Sie ist eine von denen, die das Zepter übernommen hat. Und der eigentliche CEO ist auch ausgetauscht worden. Ich habe die Namen nicht alle im Kopf. Aber das könnte auch zu einer erhöhten Unsicherheit geführt haben und was wiederum dazu geführt haben könnte, dass die Aktie jetzt so ein bisschen einen Sturzflug eingeleitet hat. Aber ich glaube, das Größte wird wahrscheinlich Russland ausmachen. Ich hatte noch ein bisschen gelesen dazu und das Management ist nicht nur zweckoptimistisch, sie sind echt optimistisch und so sagen, das mit Russland wäre jetzt auch kein Problem. Sie rechnen also genauso wie die Analysten auch rechnen mit weiter steigenden Gewinnen und sie denken, dass sie das wegfallende Russland-Geschäft, wenn es auch dauerhaft wegfallen sollte, überkompensieren könnten. So, in diesem Sinne nehmen wir mal das ab. Also ich halte es für durchaus realistisch, dass man hier um die 10% Gewinnwachstum hat. Und dann wird es jetzt spannend, weil ich jetzt mal schauen möchte, wie die Aktie bewertet ist. Moment. So, dann legen wir das mal drüber hier, den fairen Wert, bilanzierter Gewinn. Und hier natürlich, das kann man nicht für bare Münze nehmen, weil hier der Gewinn ja mal über die Maßen eingebrochen ist. Aber das hier und das hier, also außerhalb des Gewinntrichters quasi, das kann man durchaus für bare Münze nehmen. Ich zoome mal noch ein bisschen näher ran. Dann seht ihr hier,
dass das auch nicht in die Berechnung einfließt hier von dem durchschnittlichen Multiple. Ihr seht hier das in Klammern, das KGV 70, die 70er KGV sind in Klammern. Das heißt, der Aktienfinder hat quasi erkannt, dass das hier nicht repräsentativ ist, das KGV dieses Geschäftsjahres, und hat es gar nicht in die Berechnung einfließen lassen für das durchschnittliche Multiple. So toll ist es hier alles gemacht. Das heißt, ihr könnt euch dann schon hier drauf verlassen. Und dann wäre hier der faire Wert bei 27, 62 Euro. Der Aktienkurs ist aber gerade bei knapp 20 Euro. Heißt doch hier enormes Aufwärtspotenzial von sage und schreibe, basierend auf den Schätzungen des laufenden Geschäftsjahres von ja, 50, 55%. Und deshalb kommt auch die hohe Dividendenrendite zustande, weil der Kurs halt so stark gefallen ist. Kleinen Abschlag würde der Patrick gerne machen. Er würde gerne auf 20 gehen. Ich tue ihm mal den Gefallen. Dann sieht es so aus. Und dann hätten wir hier eine erwartete Rendite von 21%. Immer noch ganz ordentlich, mit dem man den Markt schlagen kann. Jetzt sagen hier Leute, die Rezession droht. Ja, das stimmt wohl. Aber wenn ich so denke, was sind denn die ganzen Marken von hier? Also Zara ist ja jetzt kein High Fashion, kein Luxus. Massimo Dutti, das wäre, würde ich sagen, irgendwo hier auch noch fashionable oder lower middle höchstens. Wenn man bei Zuzu mal ein bisschen spiegeln. Die anderen kenne ich nicht so, aber ich denke, da ist wenig echt Luxus von Inditex, sondern das ist eher Masse. Und Klamotten werden doch tendenziell doch öfter gekauft, wenn man sich es irgendwie leisten kann. Ja, insofern, wenn man das KGV jetzt wieder Patrick vorgeschlagen hat, auf 20 nach unten korrigiert, dann denke ich, hätte man schon einen gewissen Abschlag gemacht. Es gibt natürlich immer Leute, die dann auch sehr auf Secondhand ausweichen. So, das war Inditex. Und da hätte man noch einen anderen im Angebot, das wäre Zalando. Und Zalando habe ich schon mal analysiert. Zalando ist aus Deutschland. Und bei Zalando, da beschränke ich das jetzt mal ein bisschen, da ist das Interessante eigentlich, wie ich meine, ob sie es schaffen, erfolgreich zu internationalisieren. Also die haben jetzt auch, jetzt seht ihr mal die operative Marge, nur 4%. Ne? Suzu hatte 30%. Was hat Inditex eigentlich? Nicht geguckt. Inditex hat 15%, zwischen 15 und, also die Hälfte von Suzu. Also ihr seht, wie extrem profitabel Suzu ist. Gehen wir mal zu Zalando. Die Margen sind also relativ schwach bei Zalando, aber das Interessante bei Zalando ist, die versuchen ja jetzt international Fuß zu fassen. Das sieht man auch hier bei den Regionen. Und da sieht man noch was anderes Interessantes, nämlich hier in Deutschland, da sind die Margen doppelt so hoch, da liegen die bei 9%, die operative Marge. Also die ist richtig hoch. Und international, wo sie jetzt noch so aggressiv wachsen, da ist die Marge negativ, minus 0,8%. Und da wird es halt richtig reingebuttert, hier in dem Grün, der Rest Europas, vor allem Westeuropa, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn die das schaffen, dann auch zu profitabel zu werden, dann wird die Marge hier, die operative Marge, nach oben springen. Das ist jetzt noch nicht, Moment, ich mache das mal hier, so, das ist noch gar nicht so richtig eingepreist, also, oder es ist eine lange Uphill-Battle, so rum, also ein langer Kampf nach oben. Aber wenn dann irgendwann mal Zalando das Auslandsgeschäft genauso profitabel hinkriegt wie jetzt den deutschen Raum, dann wäre da noch einiges drinne. Dann wäre da einiges drinne an Kursgewinn. Momentan geht es aber vor allem eben hier über Umsatzsteigerung. Aber dann ansonsten hier die Bilanz soweit auch ganz okay. Immerhin kein Goodwill drinne. Die Schulden haben zwar relevante Schulden, aber sie haben auch hohe liquide Mittel, die dem gegenüberstehen. Und der freie Cashflow ist auch positiv. Nur Dividende könnt ihr da noch nicht erwarten. Die wachsen halt noch zu aggressiv. Was da jetzt noch interessant ist, das ist hier die Bewertung. Da fragt jemand nach der Marktkapitalisierung. Also Inditex ist ganz klar die Nummer 1. Die haben 62 Milliarden Euro schwer. Inditex, 62 Milliarden Euro schwer. Obwohl der Kursverlauf ja so schwach ist. Also die Aktie ist jetzt genauso wenig bzw. viel wert wie im Jahr 2012. Zalando, hier Marktkapitalisierung von 12 Milliarden und Suzu Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden Euro. Also Mid Cap und Inditex ist sozusagen der Large Cap.
Und das ist nochmal interessant. Also Zalando, die Aktie schickt es weiter gen Süden. Als ich die zuletzt analysiert habe, war die noch etwas teuer gewesen. Dann schauen wir mal, wie wir die bewerten. Wie kann man das am besten machen? Umsatz auch. Am Umsatz, den kann man definitiv nehmen. Und dann könnte man das KUV nehmen. Und weil wir ja sehen, dass die Margen hier relativ stabil sind, hier die Margen sind relativ stabil, wenigstens ab 2015, ist das KUV, denke ich, eine sehr gute Nummer, um Zalando zu bewerten. Gewinn ist so ein bisschen, können wir zur Not auch noch machen. Aber auf jeden Fall das KUV ist an der Stelle, denke ich, ganz gut. Moment, dann machen wir das mal rein. Das würde dann so aussehen. Das seht ihr hier. Das ist KUV, also echt günstiger geworden ist. Das könnt ihr auch hier sehen. Ne? Das ist der Durchschnitt, ein KUV von 2. Und momentan ist es schon fast bei 1. Hat sich also quasi halbiert. Das finde ich ganz interessant. Puh, ich weiß nicht so wirklich, warum das passiert ist. Kann mir jemand von euch sagen, ob es jetzt irgendwelche richtigen Negativnachrichten gegeben hat bei Zalando? Also mir ist das nicht bekannt. Also hier sagt ihr auch eher, ich glaube an die Story und das Unternehmen. Andere sagen lieber Amazon, die ist natürlich ein bisschen weiter. Ansonsten hier keine Meinung zu Zalando. Also ihr wisst jetzt, ihr habt jetzt auch nichts im Kopf, dass da irgendwas jetzt schiefgelaufen sei. Jedenfalls die Aktie doch jetzt ziemlich günstig bewertet nach dem KUV. Gucken wir uns mal noch den bilanzierten Gewinn hier an. Da seht ihr, der ist ein bisschen abenteuerlich. Kann man nicht so gut nehmen. Also bleiben wir beim KUV. Momentan bei 1,1 habe ich vorhin gezeigt. Hier steht 1,2. Wir könnten auch das auf 1,2 runter korrigieren. Einfach sagen, so wie es momentan vom Markt gesehen wird. So passt es auch. Dann wären wir hier. Und dann könnte man sagen, von der Ausgangsbasis hier mal das Ganze halten bis Ende 2023. Was sind wir dann für eine Renditeerwartung? Und die Renditen wären dann bei 19,9%. Das ist doch relativ sportlich. Hier sagt jemand, dass die Zinsen steigen. Aber sind steigende Zinsen denn ein Grund, dass Zalando sozusagen jetzt einen sehr starken Bewertungsabschlag verdient hat? Das wäre es vielleicht, wenn die hier Probleme hätten mit den Schulden beispielsweise. Aber die haben sie ja nicht. Also sie haben ja hier eine positive Tilgungskraft. Sie bezahlen 61 Millionen Zinsaufwand, haben 1,6 Milliarden knapp an Schulden. Aber wenn ihr hier den Cashbestand seht, beziehungsweise die liquiden Mittel, die übersteigen ja die zinstragenden Verbindlichkeiten. Also ich sehe das Problem so nicht unbedingt in den steigenden Zinsen. Auch bei der Inflation sehe ich das nicht. Das kann man ja alles weitergeben im Handel. Und die größten Ausgaben oder ganz starke Ausgaben wären natürlich Mitarbeiter sein. 17.000 Mitarbeiter haben die. Und ihr wisst wahrscheinlich aus eigener leidtragender Erfahrung, wenn die Zinsen steigen, wenn die Inflation steigt und alles teurer wird im Supermarkt oder an der Tankstelle, dann müsst ihr sofort tiefer in die Tasche greifen, ins Portemonnaie, bis ihr aber erstmal mehr Geld bekommt bei der nächsten Gehaltsverhandlung. Das dauert ein bisschen. Insofern sehe ich es nicht so. Rohstoffkosten vielleicht. Kann sein, aber auch das könnte Zalando ja weitergeben. Logistikkette, diese Probleme und so, ja, vielleicht. Aber sind alles im Prinzip Probleme, die den kompletten Handel betreffen. Ja? Und es ist ja nicht so, dass der komplette Handel so eine Kursentwicklung hat wie hier Zalando. Also man könnte es als Einstiegschance interpretieren. Ich sage einfach mal so. Gut. Dann gucke ich jetzt mal, Abstimmung freigegeben. Da würde mich jetzt mal interessieren, was da euer Favorit ist. Moment, ich muss mal den Link hier suchen. Da ist es auch schon. Ich poste ihn euch und dann werde ich auch an der Abstimmung teilnehmen. Einen Augenblick. Und dann gucken wir mal, was da euer Favorit ist. Ich denke, das wird jetzt schon spannender. Wir schauen mal kurz. Das sind die Ergebnisse. Moment. Das ist das Ergebnis hier von der
letzten Umfrage im Bereich elektronischer Handel für Anleihen. Okay, und da seht ihr, dass BlackRock absolut euer Favorit ist. BlackRock, also absolut. Okay, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht beim Onlinehandel. Oder ich lasse mir noch kurz Zeit. Ich könnte vielleicht noch eine Aktie machen im Schnelldurchgang und dann zeige ich euch nachher noch das Ergebnis. Ich habe nämlich noch eine Aktie ausgegraben, die kennt garantiert keiner von euch. Die steht jetzt ganz kurz vor als Hochdividenden-Lückenfüller sozusagen. Und die heißt Akko Brands. Postet mal rein, ob einer von euch Akko Brands kennt. Das war eine Wunschaktie. Die haben wir in Aktienfinder aufgenommen für euch, wenn jemand laufend neue Aktien auf. Und ich freue mich immer, wenn dann irgendwann mal so eine Aktie da ist, wo ich sage, hey, die könnte interessant sein, weil es wird immer schwerer, neue Qualitätsaktien zu finden. Und schauen wir mal, ob das eine sein könnte. So, jetzt blende ich das Ganze mal für euch ein. So heißt das Ding hier. Akko Brands, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Kennt niemand, richtig, kennt niemand. Kommt aus den USA. Bürobedarf. Schulen können sich eindecken. Ihr kennt doch sicherlich den Leitz-Ordner oder den klassischen Leitz-Ordner. Leitz gehört denen auch, unter anderem. Wenn ihr mal schaut, gehen wir mal kurz auf die Webseite, damit ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt darunter. Gibt es denn, Moment, ACCO Brands, das war die Investor Relations. Und so sieht die Webseite aus. Und da gibt es halt Bürobedarf. Hier auch ein bisschen was zum Basteln. Hier seht ihr einige Marken von denen. Die eine oder andere Marke werdet ihr kennen. Leitz haben wir schon erwähnt. Die müssten auch irgendwo auftauchen. Hier ist zum Beispiel Leitz. Machen den größten Teil des Umsatzes in den USA. Haben eine Marktkapitalisierung von, ich weiß es gerade nicht auswendig, hier etwas um die 700 Millionen Euro. Also Small Cap quasi. Was auch noch ganz interessant ist. Die sind auch hier, euer Our Company. Die haben auch vor kurzem erst was erworben, nämlich sind auch im Bereich Spielekonsolen tätig. Die haben da so diese Handhelds. Na, wo haben wir das denn? Hier, Power A haben die vor kurzem gekauft. Da kann man also dann auch Konsolenzubehör und so weiter damit erwerben. Finde ich ganz lustig. Die haben sich also horizontal diversifiziert. Und wenn wir dann mal hier anschauen, hier, so sieht die Gewinnentwicklung aus. Das Jahr 2008 und 2009 verlief nicht so gut, aber seitdem relativ konstant. So, hier mal ein bisschen was für die Skalierung. Moment, noch mal ein bisschen mehr näher reinzoomen. Ah, immer noch nicht. Ah, so sieht es doch besser aus, oder? Zahlen auch Dividende. Und die Dividende liegt bei 3,6%. Und die 3,6% sind ja schon relativ hoch, wie ich finde. Die haben relativ stabile Margen. Ein bisschen ist es nach unten gegangen. Jetzt fangen sie sich wieder. Da wachsen die Bäume nicht in den Himmel, aber das wäre eben so eine Aktie für Leute, die sagen, ich will mal eine interessante Aktie auf dem Schirm haben, die eine relativ hohe Dividende ausschüttet und die halt nicht jeder hat. Sie haben ein bisschen Goodwill. Ich habe es ja schon erwähnt. Power A beispielsweise haben sie gekauft. Sie sind, ich will nicht sagen knapp bei Kasse, aber die schwimmen jetzt nicht so in Geld wie die anderen Unternehmen, die wir angeschaut haben. Dafür aber, was das Ganze ein bisschen entschärft, ist eben hier diese positive Tilgungskraft die ganze Zeit über. Das heißt, sie erwirtschaften die ganze Zeit einen positiven Cashflow. Das müssen sie auch, weil sie die Schulden bedienen müssen. Die haben hier, wo steht es, einen Zinsaufwand von 46 Millionen Dollar im Jahr jetzt gehabt auf die letzten 4 Quartale. Schulden von 1,1 Milliarden und Cash nur eigentlich in Höhe von 40 Millionen. Also da muss man schon so ein bisschen aufpassen. Sie haben auch mal leicht Aktien zugekauft, aber in den letzten Jahren haben sie das eingestellt. Hätte ich Ihnen auch empfohlen, weil ansonsten wäre das vielleicht etwas zu knapp. Ein paar eigene Aktien haben sie auch in der Bilanz in Höhe von 40 Millionen. Falls Sie nochmal, also ich glaube jetzt, allzu viel Zukäufe sollten die nicht mehr machen. Ansonsten ist es zu arg Ecke auf Kante genäht. Hier der Dividendenturbo, siehst du hier, was mit der Dividende ist, beziehungsweise wie hoch die Dividendenrendite ist. Das sind hier die 3,6%. Soll noch moderat weiter anziehen, die Dividende, aber relativ schwach. Hier Wachstum von 4% Dividendensteigerung. Also da ist die Dividende zwar schon so auf 3M-Niveau, sage ich mal, oder ein bisschen höher, aber das Wachstum eher
ein bisschen schwächer. So, das wäre die Aktion. Das war jetzt nur noch so ein bisschen kurzer Lückenfüller, weil ich jetzt mal wissen möchte, wie die Abstimmung ausgegangen ist. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich mache jetzt mal hier so ein Reload. Ah, ich muss erst selber wählen. So. Ah, und das ist die Abstimmung, das ist das Ergebnis. Aha, also konnte nicht überzeugen, Susu. Inditex bei 31%, Susu bei 24% und Zalando, da bin ich aber ein bisschen überrascht, bei 45%. Also nee, Zalando, obwohl sie jetzt, okay, also ich verstehe euch schon, ihr seid Wachstumspoliden. Okay, Dividende ist euch egal. Ihr seid auf schnelle Kursgewinne aus. Na, naja, okay, also Zalando. Ich hätte gedacht, dass Zuso und Inditex besser abschneiden. So also kann man sich irren. Tja, da habe ich jetzt mein Bestes gegeben, ja, versteckte Perlen zu finden. Und wie ich sehe, ihr greift zu altbewährtem. So schwer ist es, ne? Das ist aber auch genau das, was ich immer sage. Also da gibt es dann immer Leute, die sagen, hey, weltweit gibt es 50.000 Aktien, warum sind nicht alle Aktien im Aktienfinder, ja? Und dann mache ich mir die Mühe und zeige schon, also wirklich deutlich, deutlich überdurchschnittlich gute Aktien, die sozusagen in der Kategorie ferner liefen sind. Und die sind ja schon echt deutlich besser gewesen als das Maß, was sonst so reinkommt, auch von den Wunschaktien. Also da war schon, da sind ja schon Wunschaktien, also bestimmt schon ein halbes Dutzend an Wunschaktien gewesen, die machen weniger Umsatz als Aktienfinder. Und die haben schlechtere Marge, die haben noch nie Gewinn gemacht. Ich habe mir gesagt, mein Gott, was hat denn das im Aktienfinder verloren? Ja, okay. Ich lasse mich nicht beirren. Ich nehme das als Herausforderung. Das heißt, wenn ich wieder mal auf Aktien stoße oder ich Lust habe, wieder mal irgendwelche Aktien aus der zweiten Reihe vorzustellen, mache ich einfach nochmal und ich mache das so lange, bis irgendwann mal eine Aktie von mir gewinnt. Und mal gucken, wann das ist. Okay, 20:21 Uhr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr habt tapfer durchgehalten. Ich wünsche euch, genau, das ist das Motto des Tages. Alles für die Katz. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann bald wieder, entweder Aufzeichnung oder Livestream, ja? Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.